Hoch im Norden erstreckt sich das Königreich der Yveskevron. Dieses riesige Waldgebiet grenzt im Westen an die Stoßzahnbucht, das Zitternde Meer im Norden, das Königreich von Sarnor im Südwesten und das Reich von Yorgvin im Osten. Nördlicher davon liegt die Insel Ib, welche die zweitgrößte Insel neben Groß-Morak ist. Wir schauen uns das alte Königreich der Yveskevron genauer an, sowie die historische und topografische Lage von Ib. Übersetzt bedeutet Yveskevron so viel wie Holzgeher oder Waldläufer. Die Dothraki nannten die Bewohner von Yveskevron so, da sie einst in dem riesigen Wald lebten. Die Stadt Vaes Leizi liegt auf einer kleinen Halbinsel und ist heute eine zerstörte Ruine aus geschnitzten Bäumen und verfallenen Grotten. Übersetzt bedeutet Vaes Leizi so viel wie die Stadt der Geister und es herrscht dort eine seltsame Stille. Die Dothraki haben das Königreich gemieden, da sie sich vor der Dunkelheit des Waldes fürchteten. Sie schrieben sogar den Bewohnern magische Kräfte zu, mit denen sie die Dothraki attackiert hätten. Das Volk der Waldläufer gilt als klein, schüchtern und sanftmütig. Die Mäster gehen davon aus, dass die Yveskevron mit den Kindern des Waldes verwandt waren. Der Abenteurer Brian von Alsace hatte während seiner Erkundung mehrere Plätze beobachtet, an denen Opfergaben stattfanden. Dort hinterließen sie den Chroniken zufolge Blätter, Steine und Wasser. Viele sind sich sicher, dass die Yveskevron von den Ebenesen ausgelöscht wurden, als diese ihr Territorium südlicher ihrer Insel ausbreiteten. Der Rest glaubt daran, dass diese untergetaucht oder in entferntere Länder geflohen sind. Erst nachdem die Yveskevrons verschwanden, trauten sich die Dothraki, die Länder der Ebenesen anzugreifen. Die Ebenesen sind hingegen ein uraltes und wortkarges Inselvolk, das sich auf den ibischen Inseln niedergelassen hat. Ihr Tagesgeschäft wird von der Fischerei geprägt. Sie sind ausgezeichnete Ringer, keiner aus den sieben Königslanden kann sich gegen die breitgebauten Ebenesen durchsetzen. Der Kampf im Ring zählt zu ihren größten Lieblingsbeschäftigungen. Die ebenesischen Männer haben einen starken Bartwuchs, zeugen sie nicht mit ihrem eigenen Volk Kinder, so sind diese Säuglinge oft missgestaltet oder Totgeburten. Die Topographie von Ib zeichnet sich durch hohe, graue Berge, alte Wälder und rauschende Flüsse aus. Im Inneren der Insel treiben sich Bären und Wölfe umher. Den Chroniken zufolge lebten einst Riesen auf Ib, heute findet man noch einige Mammuts, die durch die Lande streifen. Die Ebenesen, welche sich an den Küsten niedergelassen haben, sind verwegener, sie segeln tagelang an den Küsten umher, fangen Kabeljau, Heringe und Aale. Obwohl die großen Schiffe von Ib hässlich aussehen, zählen sie zu den besten der Welt, sie überstehen jeden Sturm und selbst Angriffe der größten Leviathane. Die Handelsgüter Knochen, Speck und Tran der Wale haben den Hafen, der eben zu dem größten und reichsten im Zitternden Meer gemacht. Früher herrschten 100 Könige der Ebenesen in der Burg des Gottkönigs. Nach dem Verhängnis von Valyria wurde auch der letzte König gestürzt. Heute herrscht der Schattenrat über Ib und die kleineren Inseln. Dieser Rat besteht aus reicher Zunftgenossen, uralter Edler und der Priesterschaft, ähnlich wie es bei dem Rat der Magister in den freien Städten ist. Kleine Ib ist die zweitgrößte Insel der Ebenesen und liegt 100 Wegstunden südöstlich von der Hauptinsel. Sie ist öder und ärmer. In einem anderen Zeitalter haben die alten Ebenesen ihre schlimmsten Verbrecher nach Ib-Sar entsandt. Die Ebenesen breiteten im Laufe ihrer Zeit das ibische Land immer weiter aus. Sie hielten sogar ein Landstreifen im Norden von Essos und bei diesem Waldgebiet handelt es sich um kein geringeres als das Land der Yveskevrons. Das Waldvolk soll von ihnen verstoßen worden sein und so war der Vorposten Ebenesen bald so groß wie Ib selbst. Aber alles hat eines Tages ein Ende und so waren es die Dothraki, welche die Ebenesen bezwangen. Die Männer wurden getötet und die Frauen versklavt. Jeder Karl wollte die Eroberung seines Vorgängers übertreffen und so fiel auch die große Stadt eben selbst. Karl Skoro plünderte die Stadt und verwandelte sie zu einer einzigen Ruine. Generationen später bauten die hinterbliebenen Ebenesen die Stadt wieder auf, doch Karl Rogo plünderte sie erneut und verschleppte 10.000 Frauen in die Sklaverei. Die Dothraki nennen Ibn Vaes Arisak, also die Stadt der Feiglinge, weil die Ebenesen mit ihren Schiffen flohen, als sie Kaldako sahen. Hinter großen Erdwällen, die als Schutz errichtet wurden, gründeten die Ebenesen die Stadt Neu-Ibn, die jedoch nicht an die alte und zerstörte Stadt herankommt. Und damit sind wir wieder am Ende unseres Videos angekommen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und schreibt in die Comments, was ihr im nächsten Video sehen möchtet. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao!